DJI hat in Verbindung mit der neuen R3-Drohne den DJI RC2-Controller veröffentlicht. Was an diesem Gerät alles neu ist im Vergleich zum alten, sowie alle Tasten und Menüfunktionen in Verbindung mit der DJI R3, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich bin im Moment auf dem Dorf und nicht wundern, wenn mein Hahn im Hintergrund kräht bzw. ein Hund bellt oder ein Traktor vorbeifährt. Das ist hier relativ normal. Ich wollte das unbedingt draußen machen, weil es drin relativ warm ist. Und entschuldigt bitte, falls hier zwischendurch mal ein Hahn kräht bzw. ein Hund bellt. Schauen wir uns die Vorderseite mal an im Vergleich zum alten Controller. Also das hier oben ist der alte RC1 und das ist der RC2. Man hat die Gummiklappe gespart, was jetzt eigentlich schade ist, weil das erhöht natürlich dann die Spritzwasserempfindlichkeit. Und das ist eigentlich, naja, bei Nieselregen würde die Gummiklappe vielleicht viel mehr halten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der USB-Anschluss auch offen. Das ist im vorderen Bereich passiert, was sich hier so ein bisschen geändert hat. Im hinteren Bereich ist alles gleich, außer dass natürlich beim neuen RC-Controller die Antennen dazugekommen sind. Und die Farbe hat sich ein bisschen geändert. Es ist grauer geworden und vorher war es hellgrau und jetzt ist er etwas dunkelgrau. Hier von den Steuertasten und von den Bedientasten, sogar von den LEDs und von den anderen Geschichten, hat sich überhaupt nichts geändert. Im hinteren Bereich, da ist dann die Lüftungsklappe von der Mitte nach unten gerutscht. Seitlich auch alles gleich. Und die Gumminoppen, die sind ebenfalls ein bisschen dunkler geworden. Und ansonsten hat sich wirklich äußerlich nicht allzu viel verändert, aber dafür innerlich umso mehr. Er ist wie die meisten Controller von DJI natürlich aus Hartplastik gefertigt, sehr stabil. Im hinteren Bereich hast du dann nochmal einen leichten Gummiüberzug, wo du dann den Controller mit diesem Gummiüberzug sehr fest und vernünftig in der Hand halten kannst. Du hast richtig Grip und rutscht nicht weg. Auch wenn du den mal länger in der Hand hältst, ist das nicht so, dass wenn die Hände schwitzen, der Controller dir aus den Händen gleitet. Und gleichzeitig sieht man außen natürlich nicht viel, aber innen ist im Vergleich zum RC1 Controller jetzt etwas mehr Prozessorleistung dazugekommen, sowie beim CPU als auch beim GPU, was jetzt einen noch schnelleren und besseren Betrieb ermöglicht. Das O4 Bildübertragungssystem der neuen Generation unterstützt jetzt drei Frequenzbänder, einmal 2,4 GHz, einmal 5,1 GHz und 5,8 GHz. Die Anti-Indifferenzfähigkeit des Gerätes wurde hier wirklich deutlich verbessert. Neu ist übrigens auch, dass die verbesserte O4-Technologie jetzt Übertragungsdistanzen mit niedriger Latenz bis zu 20 Kilometer erreichen kann, was aber in Deutschland relativ unwichtig ist, da man ja eh nur auf Sicht fliegen darf. Der RC2-Controller besitzt natürlich zwei Sender und vier Empfängerantennen und das Ganze dann inklusive dem 5 Zoll High-Definition-Bildschirm. Die Anzahl der RC2 Transceiver-Antennen, die hat sich hier verdoppelt. Die Verstärkung der drahtlosen Verbindung hat hier deutlich zugenommen, was wichtig war, denn beim alten Controller musstest du diesen immer in die Richtung der Drohne halten, um ein gutes Signal zu bekommen. Das Gerät ist im Vergleich zum alten Controller diesbezüglich empfindlicher geworden. Der Betrieb mit der Drohne ist jetzt deutlich besser und reibungsloser. Wie du hier im vorderen Bereich siehst, hat der Controller immer noch einen 5,5 Zoll großen Bildschirm, aber der kann kontinuierlich eine hohe Helligkeit von 700 Nits anzeigen. In diesem Controller sind 32 GB interner Speicher integriert, wobei der tatsächliche Speicherplatz hier 21 GB beträgt. Aber du kannst natürlich hier unten in diesem Slot immer noch eine Micro-SD-Karte einstecken und den Speicherplatz deutlich erhöhen, zum Beispiel von Bildschirmaufnahmen. Man muss bei DJI immer gute Fingernägel haben, damit man dann die Micro-SD-Karte hier rausnehmen kann. Du kannst hier eine relativ langsame Karte einsetzen, da hier nur HD übertragen wird. Also ich habe hier eine Sandisk Extreme Ultra und die hat 128 GB. Damit kommst du wunderbar klar. Auch bei längeren Bildschirmaufnahmen gibt dir die Karte hier genügend Speicher. Die beiden Gewinde hier vorne, die kannst du zusätzlich natürlich noch nutzen, um den Controller an externe Halterung anzubringen oder dann wiederum für deinen Gurt. Ich habe so einen Tragegurt für den Controller. Kannst du hier die Halterung einschrauben und dann machst du den Tragegurt ran und der hält natürlich dann bombenfest um deinen Hals und natürlich auch den Controller. Oder wie gesagt, es gibt natürlich noch anderes Zubehör, was den Controller hält. Dafür sind hier vorne dann die zwei Gewinde eingelassen. Die neuen Antennen, die kannst du dann direkt hochklappen hier am Controller und dann gehen sie natürlich auch noch ein bisschen seitlich nach vorn zu klappen für einen besseren Empfang.
Und wenn du den Controller dann wieder in deine Tasche packst, dann kannst du natürlich die Antennen hier komplett am Controller versenken. Im hinteren Bereich sehen wir die C1 und die C2-Taste. Die kannst du frei programmieren. In der Originaleinstellung schauen wir uns gleich mal an, was da jetzt drauf programmiert ist. Und im vorderen Bereich, wie gewohnt vom alten Controller, natürlich hier die Steuerrädchen, dann die Fototaste und hier auch nochmal die Videotaste. Wenn du hier vorne die Power-Taste einmal kurz drückst, dann siehst du deinen Akkustand vom Controller und einmal und das zweite Mal hintereinander wird dann der Controller angeschaltet und du siehst natürlich erstmal das DJI-Menü ganz wie gewohnt auf dem Handy bzw. auch auf dem alten Controller, da hat sich nicht viel verändert und dann schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Menüstrukturen an, die hier vom Controller geboten werden, wenn er dann endlich mal hochgefahren ist. Ja, hurra! Ich habe die Drohne schon angemacht, das heißt, wir sehen schon ein Bild, aber wir schauen uns natürlich erstmal hier die Controller-Funktion im Menü an, was natürlich relativ interessant ist, denn du kannst den Controller auch mit dem WLAN verbinden. Hier hast du die WLAN-Taste aktivieren und deaktivieren. Jetzt wird WLAN gesucht. Aktuell hatte ich mein iPhone eigentlich als WLAN-Quelle dran. Du kannst das natürlich dann auch noch mit Bluetooth verbinden, indem du Bluetooth aktivierst. Dann gibt es noch den Flugmodus, damit schaltest du dann alle Menüfunktionen in Bezug auf Bluetooth und WLAN aus und dann auch nochmal die Stummschalttaste. Und das sind so die ersten vier Tasten, die du hier oben bedienen kannst. Des Weiteren hier unten natürlich die Bildschirmaufzeichnung. Wenn du die aktivierst, dann klingelt es mal kurz. Und nach dem Klingeln siehst du hier unten im Controller dann die Funktion, die Anzeige, dass jetzt deine Bildschirmaufzeichnung gestartet ist. Die kannst du dann ganz wieder anhalten. Und dann ist das ganze Ding erledigt. Und das Hauptmenü des Controllers aktivierst du eigentlich immer nur, wenn du hier mal kurz und dann wieder lang ziehst. Und damit bist du eigentlich hier im Hauptmenü des Controllers. Jetzt haben wir natürlich die oberen Tasten schon mal angeschaut. Und hier im unteren Bereich kannst du auch noch mal die Helligkeit deines Bildschirmes einstellen und gleichzeitig auch noch die Lautstärke. Also wenn dir das Klingeln so ein bisschen auf die Nerven gehen sollte, kannst du das ein bisschen leiser machen und natürlich auch ein bisschen lauter, sowie den Bildschirm hier richtig hochziehen. Und ich bin wirklich begeistert von dem Bild, muss ich ehrlich mal sagen. Also wir haben jetzt puren Sonnenschein draußen, 27 Grad im Schatten und der Bildschirm zeigt natürlich ein perfektes Bild an. Also er ist weder zu dunkel noch zu hell und das hat DJI schon mal richtig super gemacht bei diesem Controller. An der Seite hast du noch verschiedene Mitteilungen, die dir dein Menü sendet. Zum Beispiel habe ich die Kompasskalibrierung noch nicht vorgenommen bei meiner DJI Air 3 und die Bildschirmaufzeichnung, die wir jetzt gerade gestartet haben, die wurde gespeichert. Sowie hier die SD-Karte kannst du dann sozusagen nochmal einrichten. Das heißt, formatieren oder andere Dinge damit machen. Jetzt siehst du, die SD-Karte kann nun verwendet werden und drückst du einfach auf Fertig, ist das Ding erledigt. Das Einzige, was natürlich immer ein bisschen nachteilig ist, ist, dass dieses Display sehr doll spiegelt. Man sieht es hier, ich sehe die Wolken und ihr könnt mich auch sehen beim Aufnehmen. Aber wir kommen natürlich auch mal zu den richtigen Menüeinstellungen von diesem Controller. Und wenn ihr euren Controller mit dem WLAN verbinden möchtet, dann drückt ihr einfach hier rauf. Und dann seht ihr momentan WLAN nicht verbunden. Drückt nochmal auf WLAN rauf und seht die verschiedenen WLAN-Anbieter, die hier momentan zur Verfügung stehen. Bei mir ist es das iPad und das kann man ganz einfach dann mit dem Controller verbinden. Ich mache das mal schnell. Wenn du dein Passwort richtig eingegeben hast, dann hier nur auf Verbinden drücken und dann müsste er sich direkt mit deinem Gerät verbinden, was er jetzt auch tut. Also bei mir ist er direkt jetzt mit meinem iPad verbunden. Und dann können wir schon wieder aus dem Menüpunkt rausgehen. Du kannst natürlich auch noch dein Gerät mit Bluetooth verbinden. In diesem Fall verbinde ich das jetzt mal mit meinem Telefon. Und dann bist du direkt mit Bluetooth und mit WLAN und deinem Controller verbunden und hast eigentlich alle Verbindungen, die du brauchst. Des Weiteren kannst du natürlich hier nochmal den Speicher nachlesen. 44% momentan belegt, 17,81 GB frei. Die Kompasskalibrierung kannst du übernehmen, die Systemsprache aktivieren, Datum und Uhrzeit hier nochmal ändern und des Weiteren die Gebrauchsanweisung lesen bzw. hier noch einige Informationen anfordern vom DJI RC Controller. Gehen wir aus dem Menü mal wieder raus und schauen uns jetzt mal das direkte Bildmenü an in Verbindung mit der DJI Air 3. Und hier siehst du natürlich verschiedene Sachen auf dem Monitor und das ist bei DJI eigentlich immer gleich, also da brauche ich nicht viel erklären.
Das Einzige, was ich erklären möchte, ist natürlich dann die Funktion der verschiedenen Einheiten hier vorne. Also während des Drohnenbetriebes kannst du hier nochmal auf Cinema, Normal oder Sport schalten. Das wird dir dann im Controller ebenfalls angezeigt, wenn du hier die Umschalttasten aktivierst. Das haben wir schon mal direkt durchgenommen, die ganze Geschichte. Aber was natürlich sehr interessant ist und was viele auch nicht wissen, ist, dass die Tasten hier im Vorhinein natürlich normal belegt sind. Hier ist die Fototaste. Wenn du hier drauf drückst, kannst du direkt ein Foto schießen. Und wenn du auf die Videotaste drückst, dann stellt sich das Ganze natürlich dann auf Video um. Und hier aktivierst du dann die Videoaufnahme. Das wird dir dann durch ein Klingeln simuliert. Gleichzeitig kannst du natürlich durch nochmaliges Drücken dann auch wieder stoppen. Aber was interessant ist, sind natürlich hier auch diese beiden Rädchen. Und diese beiden Rädchen, die aktivieren auf der rechten Seite dann den Zoom, je nachdem, welche Kamera du hier eingestellt hast. Also rechts kannst du dann ranzoomen. Du kannst das natürlich auch relativ langsam machen auf der linken Seite oder relativ schnell ziehen. Das ist, wenn du das Rädchen hier bedienst, nach links oder nach rechts, hast du dann hier die verschiedenen Zoom-Stufen, die du dann mit deiner Drohne tätigen kannst. Auf der linken Seite gibt es dann den Gimbal und den kannst du dann nach oben und nach unten drehen. Das sieht man relativ einfach, also während des Fluges nach oben und nach unten drehen und dann funktioniert der Gimbal so, wie du ihn steuerst. Und die hinteren Tasten sind im Vorhinein programmiert, das heißt, du hast hier die C2-Taste und die C1-Taste und wenn wir die C1-Taste dann einfach mal drücken, da sehen wir Folgendes, dass hier im Vorhinein der Gimbal direkt nach unten geht und dann wieder nach oben. Und das kannst du während des Fluges dann auch noch umstellen. Das heißt, entweder möchtest du die direkte Draufansicht haben, bei mir ist es jetzt sozusagen nur die Stellfläche von der Drohne, oder halt die Frontalansicht. Und bei der C2-Taste, einmal gedrückt, siehst du ebenfalls den Gimbal. Also hier kannst du momentan mit den Voreinstellungen nur den Gimbal nach oben und nach unten machen. Wenn ihr noch Ideen und Anregungen habt zu den RC-Controllern, dann immer rein in meine Kommentare. Für mich war es das gewesen. Ich hoffe, die kleine Vorstellung, die konnte euch etwas weiterhelfen, den neuen RC-Controller besser kennenzulernen. Ich danke fürs Anschauen, sage Tschüss, Bye-bye und Winke-Winke und sehr gern bis zum nächsten Video.